Heute zeigt mein Simon, wie richtig Technik funktioniert bei Freistil und Brust. Simon, erinnerst du dich noch, was du zu mir in der Hütte gesagt hast? Welche zwei Verbesserungen? Ja, erinnere ich mich dran. Das ist sehr gut. Machen wir so. Jetzt. Machen wir jetzt. Ist gar nicht so schwierig, ist auch für alle anderen eigentlich Gold wert. Ist bei Freistil der lange Zug, also vorne wirklich reingreifen und bis zum Schluss durchziehen. Dass man nicht so kurze Armzüge macht quasi. Mhm. Und beim Brustschwimmen die Beine nicht zu weit auseinander, weil du zu viel Kraft aufwenden musst, quasi wieder zusammenzuschlagen. Und du stehst hier halt voll im Windschatten im Wasser, wenn du die Beine so breit hast. Heißt, ein gutes Zwischending zwischen zu eng und zu breit, genau dazwischen quasi die Beine, die Öffnung zu haben, dass du da perfekt den Druck aus den Beinen hast, dass du vorwärts kommst. Alles klar, klingt logisch. Machen wir. Perfekt. Wie kann ich das jetzt umsetzen? Gib mir eine Übung und guck mal, ob ich das hinkriege. Kann man gut am Brett machen, einarmig, normal quasi Kraul schwimmen, Brett vorne festhalten, Kraul Beine. Versuch mit dem anderen Arm vorne einzutauchen, normalen Armzug machen, lang hinten raus und wieder nach vorne. Damit du dich erstmal nur auf einen Arm konzentrieren kannst. Langes Brett oder Poolboy? Finde ich egal. Vielleicht eher das Brett, dann hast du mehr Auftrieb vorne. Du kannst dich wirklich auf den Schwimmarm konzentrieren. Let's go! Was haben wir? Weit vorne rein. Hinten lang durch. Heißt das dann auch länger liegen lassen? Nicht unbedingt. Man kann das ein bisschen üben, dass man vorne ein bisschen länger liegen lässt und dann versucht neu anzusetzen. Man kann aber ähnlich wie beim normalen Schwimmen auch in eins durchziehen. Du hast ja immer vorne eine kurze Gleitphase. Die kannst du halt länger und kürzer variieren ja einfach. Zu weit unterm Bauch. Schon so die S-Form quasi, ja, ne, die man so ein bisschen hat, aber halt nicht unterm Körper, sondern so ein bisschen seitwärts am Körper vorbei. Ende heute hier. Für Leichtathletik hast du einen Diskus genommen, auch so Feuer, und dann war gut. Hast du dir eine ganze Aggression da gelassen. Kannst du im Schwimmen auch machen, kommt halt nicht voran. Ja.